Am Montagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem gegen 13.15 Uhr viel Glück im Spiel war. Den Unfall verursachte der Fahrer eines Fiat Ducato, der auf der B291 von Oftersheim kommend in Richtung Schwetzingen unterwegs war. Augenzeugenberichten zufolge überquerte der Fahrer die Einmündung zur Hockenheimer Landstraße trotz Rotlichts mit hoher Geschwindigkeit, überfuhr dabei einen Rad- und Fußgängerweg und kam schließlich auf einem Supermarktparkplatz zum Stehen. Wir standen an der Ampel Richtung Hockenheim. Mein Chef wollte gerade losfahren. In dem Moment habe ich nur gesehen, wie der rote Bus hinter mir, ja, wie ein Pfeil an uns vorbeigeflogen ist und hier dann zum Stehen gekommen ist. Wir haben grün gehabt, wollen gerade losfahren. Ist der geradeaus weitergefahren durch diese zwischen Ampel im Schild. Also da stand noch eine ältere Frau mit dem Fahrrad. Der hat also mehr Glück gehabt wie alles andere. Ja. Knapp hat er die verfehlt. Sehr knapp. Sehr knapp. Ja. Sehr knapp. Also ja. Glück im Unglück. Ja. Das Auto ist hier auf den Parkplatz reingeschossen. Ja. Was waren Ihre ersten Maßnahmen, die Sie gemacht haben? Ausgestiegen und versucht zu gucken, ob ihm was passiert ist dem Fahrer oder ob man Hilfe kann. Ob man was machen kann. Ja. Mittlerweile hat er ja mehrere Autos gerammt hier am Parkplatz. Und diese Leute, die dabei waren, die sind ja alle auf ihn da raus. Und eine Frau hat ihn dann aus dem Auto rausgeholt und hat versucht ihm zu helfen, aber er war nicht ansprechbar. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, jedoch liegen keine Informationen über seinen Gesundheitszustand vor. Außerdem wurde eine Person in einem VW, der gerade beim Ausparken war, leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, während über die Höhe des entstandenen Sachschadens noch keine Informationen vorliegen.